Was haben das Adventure Detroit Become Human und einer der bekanntesten Actionfilme aller Zeiten gemeinsam? Herzlich willkommen bei RGF, ich verrate euch. Detroit Become Human ist nicht nur ein echtes Schmankerl für alle Videospielfans, nein, es versteckt sich auch ein fantastischer Oldschool-Filmfakt im Spiel, ein kleines Film-Easter Egg. Unter anderem ist der Android Connor einer der spielbaren Charaktere. Was viele allerdings im Laufe des Spiels verpasst haben, ist die wirklich offensichtliche Andeutung oder Anlehnung an einen sehr berühmten Actionhelden, nämlich niemand geringeren als den guten alten Terminator. Connors Modellnummer ist die RK-800, ganz klar angelehnt an den T-800. Und sein Name Connor, hallo, John Connor, Sarah Connor, die Protagonisten aus den Terminator-Filmen. Wer immer noch nicht überzeugt ist, kein Problem. Wenn man es im Spiel schafft, Connor auf alle nur erdenklichen Arten und Weisen sterben zu lassen, bekommt man eine Trophäe mit dem allessagenden Titel I'll be back. Ach ja, Storygames vereinen wirklich das Beste aus Spiel und Film. Für mehr Random Game Facts auch in Zukunft und damit ihr sie nicht verpasst, ne? Video liken plus wegmachen, du kennst dann die.